Leitungen, Nottingham 17, 5, 17:15 Uhr. Naja, wie kommt es denn eigentlich, dass Nevenholl immer der einzige Überlebende ist? Das wundert mich doch schon ein bisschen. Gut, Start das drücken. Okay, dann wollen wir mal uns auf den Socken machen, um die zu finden. Den Knotenpunkt zu finden, aber mal sehen. Ich muss sagen, das ist ein freier Jahr. Schön gebaut. Oh, aber was ist denn das? Huch! Du Scheiße! Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh. Oh. Du Mist! Alter, was war denn das gewesen? Scheint aber geholfen zu haben. Kann man die noch laden? Das. Ja gut. Okay, ach so, ich hatte gar keine Munition mehr. So, jetzt. Meine Herren, das war ein Tierchen. Ah, cool. So, hier ist nichts weiter, hier ist nichts, hier ist nichts. Mal gucken, ob was in den Dokumenten steht, was das für ein Tierchen war. Bestien. Hybrid, Kriecher, Springer, Knecht, Kokon, Transporter, Heuler, Steilkopf, Titan. Was sind die Steilköpfe? Ach so, gut. Ein Titan. Der Titansturm stellt die höchste Stufe der Entwicklung des menschlichen Körpers durch die Bestien dar. Er ist äußerst stark und trägt Waffen, die normalerweise in Fahrzeugen gefunden werden, wie zum Beispiel de den Börschern. Titanen haben keine Panzerung, ihr harter Hart ist dick genug, um sie im Feuergefecht zu schützen. Obwohl sie keine bekannte Schwachstelle haben, verspricht ein Angriff auf den Kopf den größten Erfolg. Ja, gut zu wissen. Die haben sie auf den Rücken geschossen. Haben wir auch glücklicherweise besiegen können. Ja, ist äußerst stark und trägt Waffen, die normalerweise an den Fahrzeugen gefunden werden. Zum Beispiel den Börschern. Börschern haben wir nicht. Okay. Weiter geht's. So. Glückspilz, nicht ein einziger Kratzer. Ja, danke. Darauf kann ich auch verzichten. L23 Ferei. Das L23 Ferei ist die Standardwaffe der Scharfschützenteams der britischen Royal Marines. Die Waffe feuert eine 303 mK 10 Patrone mit einer Mündungsgeschwindigkeit von annähernd 1000 Meter pro Sekunde ab. Setzen Sie mit R3 das Zielfernrohr ein. Hoch runter stellen die Vergrößerung ein, halten Sie L1 gedrückt, um sich zu konzentrieren. Profi-Scharfschützen berichten von völliger Konzentration, bei der alle Einflüsse von außen eliminiert werden.
Es heißt, es fühle sich an, als liefe sogar die Zeit langsamer. Feindbewegungen wären vorhersehbar und tödliche Kopfschüsse unausweichlich. Okay, dann wollen wir mal mit den kleinen Tierchen hier rumspielen. So. Huch! Okay. Das ist für Sheffield. Ganz ruhig, Manson, ganz ruhig. Okay, Süßer. Alles senkrecht. Kann's losgehen. Hat dir niemand gesagt, gegen was du hier kämpfst? Die sind echt teuflisch, verdammt. Schießt ja mehr ab als ich. Hey Mann, was ist mit deinen Augen? Ah, ja, bad. Huch. Wenn wir das hier überleben, schwimme ich nach Australien. Dann mache ich Cynthia einen Heiratsantrag. Ja, Mist. Okay. Oh, ich liebe diese Typen. Echte Schamholzen. Na. Erinnerst du dich an die gute alte Zeit, als wir noch auf Menschen geschossen haben? So, und... Gegen die Bestien kann man sagen, was man will. Sie haben Herz und Zähne. Und was für Zähne. Wie sagen wir denn? Huch. Huch. Ach, ich habe gar keine Munition mehr. Ach so. Die Typen in Schwarz. Sind die auf deiner Seite? Für den Kampf, Mann! Wir geben ihnen Deckung! Na gut. Da ich aber keine Munition mehr habe, tut mir das auch. Nützt mir der Kampf da oben mit den Dings überhaupt nichts. Also kämpfen wir mal unten weiter. So, weiter müssen wir mal. Da müssen wir unten wahrscheinlich runter. Was ist das? Okay. Stanley, Hilfe! Hier kommt das Empfangskomitee! Ja, Sir! Wir geben ihm, was sie verdienen! Wahnsinn! Was ist denn hier los? Wow! Okay. So. Na, komm. So. So. Ja, toll! Die schießen da auf uns, was ist so ein Blödsinn! Sag mal! Hilfe! Junge!
Warte mal, da war nicht nur Munition? Ja, aber. So! Oh, wie lange das hier das gehen soll? Oh. Oh, mich auch, moi. Ja. Was schießt denn jetzt noch hier? Einen Kollegen hier oder was? So, jetzt gehen wir hier mal über die Brücke, mal sehen, ob es weiter. Bleib stehen, Junge! Scheiße! Ich jetzt einfach nicht so viel erzählen, obwohl es auch nicht viel zu erzählen gibt. Muss ich erstmal ein bisschen aufräumen, ja. Also, das war ja ein ziemlich harter Kampf jetzt. Ja, meine Herren. Bullseye-Patronen aufgehoben, ja. Okay. So, was gibt's hier noch hier hinten? Ich hoffe doch nichts weiter. Ich muss nämlich da unten lang, jawohl. Höf, das ist ja ein Graben, ja. Meine Fern. Gut, okay. So. Das ist doch Transportkisten von denen, oder was? Junge. Die haben sich auf was vorbereitet, ja, würde ich mal sagen. So. Bullseye. Ach so, das sind alles Bullseye-Patronen. Gut, wir haben erstmal das Stück wieder eingenommen. Dann würde ich sagen, geht's erstmal weiter, nicht? Den Kellergeschoss hier. Jawohl. Ich vermute mal, wird auch gleich die nächste Zwischensequenz kommen. Wir gucken erstmal hier unten nochmal. Wegen Informationen, aber das sieht mir nicht. Nee, da ist nix. Hier liegt auch nix. Da in der Ecke auch nicht. Okay. Jetzt wäre ich hoch und dann geht's hier auf der Seite weiter. So. Kameraden beschützen ja die Räume. Das ist schon mal gut. Obwohl. Zieht ein Talon.